Lernen hat ja grundsätzlich an Bedeutung gewonnen. Wenn man aber an Wettbewerbsvorteil denkt, dann denkt man doch eigentlich intuitiv an Innovation, Qualität, Preis, vielleicht auch noch Know-how, aber so spontan nicht an unternehmenseigene Wissensvermittlung. Entsprechend ist eine typische Haltung der Unternehmen dazu dann auch eher, hey, wir sind gut in Autos, in Lebensmitteln, in Öl. Wir müssen nicht für Lerninhalte das Rad neu erfinden. Und so sucht man neben einem LMS vielleicht jetzt noch nach dem Netflix des Lernens. Das ist natürlich auch berechtigt und sinnvoll. Worin auch immer aber jetzt mein spezieller Wettbewerbsvorteil besteht, den erreiche ich durch meine Besonderheiten. Und für die gibt es nun mal keine Standardinhalte. Bitte nicht falsch verstehen. Ich selber bin ein Freund der neuen Learning Experience Plattform zum Beispiel. Es ist nur einfach etwas anderes, wenn ich mich um die Vermittlung meines spezifischen eigenen Unternehmenswissens kümmere. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es eigentlich immer vieles, worin ich mich als Unternehmen unterscheide. Ich will und muss ja etwas Besonderes sein. Und deshalb brauche ich eben doch viele eigene Hilfen in meinen eigenen Prozessen, die ich bereitstellen möchte. Wie gelingt es aber jetzt, das eigene Wissen zur rechten Zeit am rechten Ort zur Verfügung zu stellen? Sie müssen dabei berücksichtigen, ich habe ja auch immer nur beschränkt Kapazitäten zur Verfügung. Erstens, erstellen Sie Ihre Lerninhalte effizient. Dabei gilt es, die Balance zwischen Qualität einerseits und Erstellungsaufwand andererseits gut auszuloten. Zweitens, kuratieren Sie Ihre Lerninhalte. Die Kunst der Fuge und oft übersehen ist dabei die Langfristigkeit der Qualitätssicherung. Und schließlich noch drittens, stellen Sie diese Inhalte passgenau zur Verfügung. Ich persönlich glaube dabei an diesen Push aus dem Arbeitskontext heraus, im berühmten Moment of Need.